So, Freunde, wir gucken uns jetzt ein neues Video von Dennis Kohlrus an mit Tim Budesheim. Tim Budesheim zerstört mich in der ersten Übung. Wir trainieren Brust. Ich bin gespannt, let's go. Ach, für voll die Specktitel, komm. Geil. Die kommen zu mir. Ja! Und ich sag, los, Klimmzug. Ach, Klimmzug? Ich sag, boah, Mann. Wenn du Bodybuilder bist, musst du dich doch wenigstens mal hochziehen können. Dann sagen die immer, ja, aber Markus Rühl hat gesagt, man braucht keine Klimmzüge. Ich hab gesagt, ja. Wenn du 150 Kilo wiegst, verzeih ich dir. Tim sieht massiv aus, Alter, aktuell. Hier, nee, der ist weg. Kohlrus müsste doch wissen, dass wir ja 2023 haben. Man macht keine Intros mehr bei YouTube. So, willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung. Digga, danke für die Abos, Alter. FVBIVN28, was geht denn da ab? Verschenkt dir 15 Abos. Danke, Mann. Ich stehe hier neben. Freunde, bedankt euch mal bei ihm. Ja, ihr habt jetzt keine Werbung mehr hier, die 15 Jungs. Ein Fass Bier. Das werde ich mir wahrscheinlich nach dem Training gönnen müssen. Na, weil. Fabian, sorry mein Lieber, Fabian, ja, tut mir leid, Fabian 28. Ja, heute ist zu Gast der Tim Budesheimer, schüttelt schon seinen Shake, ne? Booster. Da muss ich direkt mal nachlegen, ne, mit meinem. Und irgendwie sagen die Leute immer, dieses Dry Scoopen ist ekelhaft, aber... Ist es in. Ich finde es auch gar nicht schlimm, Dry Scoopen. Euro Pearl, was ist das denn? Tim, was werden wir heute machen? Wir werden heute ein bisschen Brust trainieren. Das ist ja mein Steckenpferd. Nicht. Fühlst du dich da wohl auf der Couch da? Bouillon ist der massiv geworden, Alter. Gut, gell? Jawohl, Bouillon, aufpassen hier irgendwie. Nicht dafür, Bro, immer gerne. Beine ab, nee, hier geht nichts kaputt, hier geht nichts kaputt. So, ihr Lieben, wir haben jetzt noch eine kleine Herausforderung für euch da draußen. Wir hauen einen 10% Rabattcode raus für die Eisenbär-Website. Also 10% auf alles. Ihr müsst jetzt nur gucken, wie jetzt hier im Hintergrund steht eine Glasflasche da hinten. Ne? Und jetzt müsst ihr einfach eingeben, der Code heißt GLAS, G-L-A-S, und dann die Zahl hinten dran, wie viele Glasflaschen ihr in diesem Video sehen werdet. So, Freunde, viel Spaß beim Suchen. Ich mache nicht mit. Es könnten eine sein, es könnten zwei sein, es könnten auch 46.326.249 sein. Ne? Viel Spaß dabei, guckt es euch an. Ne? Der Tim bereitet sich jetzt vor, ich bin schon aufgeregt, der Booster kribbelt. Ich leg los. Ich übergebe mich, nein! Jetzt, mich in deinen Obhut. Gell? Danke. Fabian, Bruder, reicht! Fabian, reicht jetzt ihr, Mensch. Knallt ihr mal eben 20 Abos weg. Ich glaub's ja wohl nicht, Alter. Danke, Mann. Killer, Killer, Killer. Was geht ab? Unfassbar, ja. Was ein Support, der Typ. Irre. Nur, was wiegt denn der Tim aktuell? Ah, 5. Ah, 6. Weil die sieht man ganz schön typisch. Strongman ist halt, du ziehst zusammen, okay. Und du achtest aber nicht darauf, ob du vorne nochmal so eine Spitzenkontraktion in den Muskel reingibst. Weil für dich ist es in deinem Kopf. Das Gewicht. Was geht denn da die ganze Zeit mit dem Chat ab, Alter? Mit Gyno, Nippel und Gyno dies und Magerquark, Gyno. Was ist denn da los? Habe ich irgendwas verpasst? Muss zusammen. Ja. Und bei mir ist es im Kopf, der Muskel muss arbeiten. Brust, 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 Brust. Weißt du, Spitzenkontraktion, ja. Spitzenkontraktion. Darauf konzentriere ich mich. Ah. Das ist halt bei so. Bei mir ist halt so. Zusammen. Zusammen. Genau. Schön. Interessant. Da ist Punkt A, da ist Punkt B. Ja. Und bei mir ist nur Muskel, Muskel, Muskel. Ich mache mir da viel mehr Gedanken so, muss ich die Schulter noch mehr nach hinten machen, um die Brust noch besser zu treffen, um den Nacken mehr auszuschalten und so. Ich will einfach die 12. Okay, also die 5 und 5. Ey Fabian, Bruder, reich, bitte. Bitte, ich komme hier schon
Ich komme mir schon blöd vor, ja? Fabian knallt nochmal 5 Abos raus mit insgesamt 25 Abos in 5 Minuten. Was geschieht, Alter? 50, das ist heftig. Also die 45, das war gerade... Guck dir das mal an. Ja, du musst auch schon kämpfen, oder? Nee. Fabian, völlig irre, Alter. Na, für einen Kabelturm von welcher Marke? Und Onkel Sharif legt auch hier noch einen drauf. Das kann doch wohl nicht wahr sein, Alter. RPG Play knallt auch mal Bits raus hier. Was ist hier los? Onkel Sharif, Digga. Machst du das Gesicht dann nur zum Spaß, oder? Unfassbar, Digga, was heute hier abgeht. Ah, ich bin so ein bisschen Simulant. Ja? Ja. Manchmal mache ich auch was vor als Warm-up. Dann sage ich zum Personal Training, ihr könnt Gleichgewicht machen. Ja. Das sah so schwer aus. Ja, ach, scheiß drauf. Hast du schon mal von der Theorie gehört, dass wenn du dein Gesicht... Bei Dennis ist alles von ATX. Okay, auch der Kabelturm, krass. Also wenn du dieses Simulieren, dass du sagst, okay, hm, das sagt man beim Joke-Laufen, dass du die Augen aufmachen sollst und das Gesicht entspannen sollst. Okay. Weil wenn du das Gesicht zusammenfetzt, ja, signalisiert es durch diese Muskelkontraktion, ja, das hier deinem Hirn Gefahr. Okay. Und dann gehst du in den Fluchtmodus und nicht... Ach krass! ...in den maximalen Output. Könnte Sinn ergeben. Ja, ist halt besser für die Faltenbildung, ja, sonst siehst du irgendwann älter aus. Ist wirklich so. Ich versuche da bei vielen Übungen drauf... Ja, das habe ich, glaube ich, sehr, sehr oft gemacht, wie man hier an meinen Falten erkennen kann. Ne? Ey, Fabian, Digga, nochmal, du haust doch mal hier den ganzen Monatslohn raus, Alter. Hör auf jetzt. Fabian, Digga. Platschi, danke für die Beats. Fabian, Junge, du bist doch echt ein irrer Supporter. Was geht ab hier, Digga? Auf zu achten, dass ich nicht mehr so Grimassen mache. Ja. Nee, dass ich irgendwann mit 40 aussehe, jetzt wäre ich 80. Aber... Ich sehe mit 30 aus wie 50. Ich versuche mich halt extrem in den Muskel reinzudenken. Ja. Und das macht es mir so... Also es ist gar nicht mal so die Kraft, sondern wirklich... Ja, diese Mind-Muscle-Geschichte, ne? Mind-Muscle-Connection-Geschichte. So, dieses Muskel... Video ist ein bisschen leise, ne? Muskelkontraktion, die mir so... Sehr interessant. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen. Also ich habe jetzt den Booster genommen und jetzt werde ich mich ein paar Mal versprechen und so, weil das so... Das ist so, ich dachte, der muss jetzt kacken gehen, Alter. Bro, kranke Unterhaltung muss auch belohnt werden. Ja, danke dir, mein Lieber. Ich freue mich allein schon, wenn ihr hier im Stream zahlreich erscheint oder meine Videos supportet, aber das ist natürlich nochmal Ehrensupport hier, Fabian, danke. Ich bin kein Booster drin. Weder Aladdin kickt. Ey, ganz schlimm. Bei mir ist es ganz schlimm, so, dann juckt es ein bisschen so. Wie alt bist du? 32. Du? 32, ich bin 34. Einfach so mal eben so, wie alt bist du? Voll lieb. Ja. 88, dann bist du 90. 90. Ja, das ist immer fast gut. Ja. Kohlroos Strange Club. Ey, geil, der hat sein eigenes Logo auf den Handeln. Das finde ich cool. Richtig cool. Ey, ich habe seit 2-3 Jahren das erste Mal am Freitag wieder Kurzhanteldrücken gemacht. Wo baue ich wieder ein? Aber ich habe 50er bewegt, war echt locker. Erste Schrägung. Und das Problem ist, durch meine Schulter-OP war ich halt völlig instabil. Ja, ich muss das jetzt öfter machen und auch Bandagen anziehen, weil ich hatte so ein krankes Gefühl in der Brust. Und Fabian haut hier insgesamt 40 Abos raus. Digga, was geht ab? Du bist doch irre, Alter. Völlig Wahnsinn, der Typ. Fabian, ich hoffe nicht auf Klarna, ne? Auf jeden Fall, geile Übung, Kurzhanteldrücken baue ich jetzt auch regelmäßig ein bei mir ins Brusttraining. Ja, was schon richtig macht, ist wichtig, dass die Ellbogen breit auseinander gehen und nicht so nach vorne. Dann hast du nämlich mehr Brustanteil. Und jetzt versuchen wir schön, die Brust hochzuschieben.
Ich treffe mich Sonntag mit Daniel Kubik übrigens, Freunde. Ja, da wir machen ein bisschen Content zusammen für euch. Die Brust hoch. Guck mal, die ist butterweich. Schieb mal die Brust. Denk dir, die Brust ist butterweich. Das sind so zwei Berge, die du so voll machen willst. Ja, jetzt hast du voll gekriegt teilweise. Das heißt, ich schieb hoch? Denk dir einfach, du willst dich gar nicht das Gewicht hochschieben, ja, sondern denk dir, du willst dich in die Bank reinschieben. Und die Brust so zu... Das ist eine gute Denkanstoß. Und die Brust richtig voll squeeze, voll anspannen. Wenn du anspannst, ist die trotzdem noch weich. Und Ey, da machen viele, ne? Die bewegen unfassbar große Gewichte, aber merken gar nichts, ne, in der Brust, beispielsweise im Rücken. Man muss echt lernen, mit der Zeit diese Muscle-Mind-Connection herzustellen, und das macht echt ein komplett anderes Training, ne? Kannst du quasi... Du musst wahrscheinlich weniger nehmen, ne? Ah, nee, das, dann merkst du es nicht. Kannst du ja bei mir mal an der Brust anfassen? Ja. Komm, fass die Brust an, komm. Ich die hochdrück. Drück mal ein bisschen. Ja. Und früher habe ich richtig schwer und da habe ich halt wirklich so gedrückt. Mhm. Guck mal, jetzt habe ich das Gewicht auch oben, jetzt kannst du die Brust drücken. Ja. Nicht so hart, ne? Ja. So ist er hart. Ah. Fabian, Trainingsplan schicke ich dir so raus, for free, Alter. Du bist korrekt, du hast hier supported. Als Dankeschön schicke ich dir den Trainingsplan raus. Schreib mir bei Instagram. Mir ist letztens 55er Hantel auf den Zeh geflogen, neben drei hübschen Mädels, und ich durfte nicht weinen, schreibt Pferde Jaro. Das ist natürlich Problem, ne? Da tut mir leid. Jegliche Powerlifter. Ich hoffe, du hast dein C nicht gebrochen. Philosophie? Ja, aber so geht's mir bei dir vorhin. Aber was man sagen muss, ist, wenn man ja das noch rausholt, könnte der Muskel ja mitschaffen bei meiner Technik. Ja, klar. Das ist sehr interessant. Ich bleib mal bei den 30 und ich guck mal, dass ich das Ding reinkriege. Ja. Alles klar, nach dem Stream werde ich mich melden bei dir. Richtig schön. Mach einmal gleich. Ich guck nur nach dir. Richtig schön voll machen. Dennis Kohlruss entdeckt nach 34 Jahren zum ersten Mal seinen Brustmuskel. Ja, Phil-Video war das erste Video heute. Und wenn du so ein bisschen so um eine Kurve drückst. So. Ja, ich merke das, wenn ich hochgehe. Ja. Ein Ellbogen. Und dann so eine Kurve drückst. So. RPG-Play knallt auch 5 Abos raus. Freunde, Wahnsinn heute, der Support. Ihr seid echt Banane. Der verschenkt sogar meinem Vater ein Abo, sehe ich hier gerade, dem Niemen, dem Hector. Paratrooper 90 ebenfalls ein Abo, danke dir. Einschieb, genau. Urs Video kommt noch. So, einschieb, so, genau. So. Ja. Ja. Oh, Hector ist im Chat, Freunde, knallt alle einmal guten Abend, Hector, mein Vater ist im Chat und bedankt sich auch hier fürs Abo, grüßt euch, Papa, wie ist es, alle einmal Hector in den Chat, alle Hector in den Chat, Freunde, ihr wisst. Ja. Ja, komm, machst du voll. Ja, Schneewittchen, los. Voll die Specktitte, komm. Mach voll die Specktitte. Geil. Schön hochschieben, geil. Ja, schön hoch. Fabian, hör auf. Hör auf jetzt. Geil. Geil. Langsamer, schön langsam hochdrücken. Schieb's langsam hoch. Aber bis du jetzt davon wegkommst, ja, dieses absolut Schulterlastige, ja, das ist wirklich... Das dauert, Alter. Ein harter Prozess, weil das Gleiche hatte ich auch. Ja. Nicht so extrem, weil ich ja natürlich kein Strongman bin. Aber ich finde, der Tipp, der ist unfassbar wertvoll, weil wenn du die Muskeln aufbaust, ja, kannst du die mit denen verketten. Ja, ja. Und dann hast du eine ganz andere Bewegung. Aber ich habe hier keine Ahnung. Ich habe 80 weggedrückt. Und Fabian macht die 50 Dinger voll.
Danke dir, Mann. Ja. Oder 100? Reicht jetzt wirklich, sonst werde ich sauer. Ohne Witz, es reicht, Fabian, es reicht. Keine Abos mehr. Hör auf. Aber danach, also ich konnte dir während der Übung nicht sagen, wo es jetzt mehr gezogen hat. So, ne? Also so das war halt einfach nur... Sonst banne ich dich hier raus aus dem Chat. Nein, Spaß, aber reicht jetzt wirklich, danke dir. Weggedrückt. Ich merke es halt nur beim Schulterdrücken. Ja. Schrägbankdrücken merke ich halt wirklich, wie es auf die Schultern geht. Ja. Vordere Schulter. Ja. Aber so, dass ich jetzt die Mitte von der Brust treffe, ja, finde ich sogar, triffst du eher mit der Kurzhantel als mit der Langhantel. Der Michi hatte mal so eine schöne Metapher. Früher habe ich mit der Schrotflinte geschossen. Ja. Und heute mit der Kalaschnikow. Ich habe immer gehofft, dass so viele Körner wie möglich da treffen, wo sie treffen sollen. Ja. Sprich in der Brust. Ja. Und heute durch die Trainingserfahrung und durch diese Techniken, die man so entwickelt, mache ich mehr so Präzisionsschüsse. Aha. Tim, der Elite, Sniper-Elite. Wo man sagt, okay, ich will jetzt genau da treffen, dann trainiere ich auch genau da. Okay. Ne? Ich will mal probieren, aber mach das mal. Ich gehe nochmal die 30er. Weil ich habe mich auch früher gewundert, warum viele ältere Bodybuilder, die muskulär gut entwickelt sind, teilweise tendenziell... Ey, ich finde das echt angenehm, ne? Kohlruß redet echt schön, entspannt, locker, sanft. So eine sanfte Stimme, die passt gar nicht zu seiner Optik. Das entspannt voll, Digga. Der könnte auch so gute Nachtgeschichten vorlesen. Im Alter eher leichter trainieren. Also im Alter meine ich jetzt nicht im hohen Alter, sondern eher dann so 30 plus leichter trainieren. Aber ich glaube, die Antwort ist einfach nur, dass die es dann irgendwann so schaffen, dass sie so ein perfektes Muskelgefühl haben, dass wirklich 100% Tension da ankommt, wo sie ankommen soll. Sie arbeiten präziser und das ist auch in der Strongman-Welt so. Ja. Früher hieß es halt, ja, ich mache meine 15 Sätze, ja, ich laufe mit dem Yoke 15 Mal hin und her. Ja. Und heutzutage wissen die Jungs einfach, wie sie trainieren müssen, ja, wie sie progressieren müssen, ja, dass sie am Wettkampf halt... Das ist einfach eine Athletenentwicklung, ja, denke ich mal. Da kann ich von dir lernen, du lernst... Ja, aber das sehe ich oftmals im Gym auch, Freunde. Bestes Beispiel sind Fleiß am Kabelturm. Wenn ich sehe, wie so ein Gym-Anfänger, der seit neuestem trainiert, Fleiß am Kabelturm macht, wenn ich das da mit meiner Technik vergleiche, der trifft niemals irgendwie die Brust, auf keinen Fall. Wenn ich die beiden Kabelzüge in der Hand halte, das ist für mich 100%ige Kontraktion. Wenn ich reingehe und reindrücke, ich spüre, also beim Kabelturm oder Butterfly, wie auch immer, ich spüre da einfach, das ist irre, ich mache zwei Sätze und die Brust ist komplett full. Aber wenn ich so einen Anfänger sehe, ich sehe schon vom Außen, okay, der trifft die Brust gar nicht, der macht einfach irgendwas. Ihr wisst, was ich meine, oder? Das ist von mir und das ist halt ein wahnsinniger Benefit, ne? Aber Bodybuilding ist halt so, dieses Muskelgefühl, das kann man nur über viele Trainingsjahre entwickeln. Das kann man auch nicht lernen. Das kommt mit der Zeit. Lernen. Das kann man nur selbst fühlen. Das ist ja, wenn ich das jetzt mache mit einer 30er, das kommt ultra schwer vor.